Hey Leute, was geht? Ich hoffe, es geht gut und durch einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für ein wahrscheinlich sehr kurzes Video. Wir gucken uns nämlich nur vier Lieder an und eins davon geht keine 2 Minuten. Das heißt, ihr werdet schnell wieder frei sein, Freunde. Es geht um das Debütalbum von Duckabee bzw. DKB, welches Youth heißt. Ja, da habe ich ja schon auf den Titeltrack Sorry Mama reagiert und habe den einfach... Ich kannte den schon vorher, aber ich liebe ihn einfach. Ich fand das Musikvideo richtig, richtig gut. Die Jungs sind einfach sehr gut. Und ich will nichts hören. Ich finde die Jungs super und ich möchte gerne, dass mehr Leute von den Jungs erfahren, weil sie sind talentiert, sie sind hübsch. Die sind self-produced, Leute. Mann, guckt sie euch doch mal an, ey. Ja, und deswegen möchte ich sie euch näher bringen. Also habe ich mir gedacht, okay, gucken wir uns deren Debütalbum an und gehen dann vorwärts. Ich meine, wir haben ja auch schon auf ein paar neuere Comebacks von den Jungs reagiert, wie zum Beispiel We Love You oder I Need Love. Na, haben wir uns ja angeguckt. Okay, wie gesagt, es sind 4 Lieder, die wir uns angucken werden. Und eins davon geht nicht mal 2 Minuten, finde ich ein bisschen gruselig, aber naja, es ist deren Debüt. Wir gucken uns an Samsung, Go Up, Youth natürlich und Elevator, genau. Das sind die 4 Lieder, die wir uns angucken werden. Wie gesagt, das Video wird kurz, weil mehr ist halt in diesem Album nicht drin und ich möchte jetzt nicht ein neues Album irgendwie anfangen oder so. Das machen wir dann alles chronologisch. Ja, ich hole uns den Screen und ich denke mal, 20 Minuten, 25 Minuten und dann seid ihr wieder frei. Okay, bis gleich. So, Freunde, hier sind wir. Das erste Lied Youth ist direkt mal ein Unit-Song von Echan, D1, Theo und GK. Ich glaube, das sind die Ältesten und D1 und Echan sind auch die Leader. Von daher, ich bin sehr gespannt. Wir haben hier 2 Rapper, einen Main-Vocalist und D1 ist, glaube ich, am ehesten für sein Tanzen bekannt. Dementsprechend okay. Ich freue mich. Bisher habe ich noch kein Lied gehört von Duckabee, was ich richtig schlecht fand. Ich hoffe, damit machen wir weiter. Let's go. This shit's fire. Kiss me, my life. Kiss me, my life. Kiss me, my life. Kiss me, my life. Because I'm chill. Sorini, könnt ihr das überhaupt lesen? Weil für meine Augen ist das, also dieses ganz helle Gelb auf diesem Weiß, finde ich persönlich schwer, aber gut. This shit's fire. Unterstütze ich das Lied bisher. Wir haben keine 20 Sekunden gehört, deswegen bin ich einfach mal leise. Okay, also erstmal, ich sage es immer wieder, aber mir gefällt GK halt als Rapper sehr, sehr gut. Ich finde, der ist immer sehr relaxed, der passt immer gut in den Flow von den Liedern, die ich zumindest kenne. Er macht es richtig gut und ich präferiere GK auch über Echan. Bin jetzt aber gespannt, wie er sich anhören wird. Das Lied, es gibt mir so ein bisschen Intro-Feelings von One Us. Ist halt okay, ne, aber werde ich mir nicht unbedingt nochmal anhören müssen. Sorry, Freunde, ich musste gerade niesen. Hey, sorry, nee. Ja, also keine Überraschung, ich fand GK besser als Echan. Ich finde Echan nicht schlecht, ist jetzt keiner von den Rappern, wo ich sage, so nicht, aber im direkten Vergleich finde ich, lose der ab. Und ich finde das so süß, wie Theo und D1 Youth sagen. Also Youth, cute. Also war das Lied notwendig? Ich finde nicht. Ich finde, da hätte man mehr reinstecken können und dann hätte das Album auch mehr Lieder gehabt. Nö, aber fand ich jetzt auch nicht schlecht. Wie gesagt, gib mir halt Intro-Feelings von zum Beispiel One Us. Es ist ja die Mühe, die zählt und vor allen Dingen finde ich es halt auch ganz gut, dass das ein Unit-Ding war, weil das Lied war ja viel zu kurz, um alle Members teilhaben zu lassen, weil es sind insgesamt 9 und die hätten ja eh nicht alle irgendwie einen Part haben können. Ja, von daher finde ich absolut okay, muss ich aber nie wieder hören.
So, dann das erste richtige Lied aus dem Album. Naja, wäre dann logischerweise Sorry Mama, aber ja. Danach kommt dann Go Up. Das sind alle glorreichen Jungs. Ich freue mich. Let's go. Ja, also ich meine, ja, sie klingen halt noch jung. Ich finde, das Lied kann ich nicht so gut in Verbindung setzen mit sowas wie Sorry Mama, weil ich fand, da haben die schon alles rausgeholt, was sie rausholen konnten. Das fand ich phänomenal. Und dann im gleichen Atemzug das hier zu releasen, weiß ich nicht, gibt mir jetzt nicht so viel. Theos Part fand ich aber ganz gut. Ich sehe gerade, dass diese Version gar nicht mal so gut ist, weil wir gar nicht den ganzen Text bekommen da unten. Aber egal, so wichtig ist es ja jetzt auch nicht. Nö, machst du nix. Ja, also ich fand Echan gerade gar nicht mal schlecht, fand ich gut. Aber das Lied ist halt, also es ist nicht schlecht oder so, das kannst du dir kompletterweise anhören. Aber Begeisterung sieht halt auch anders aus. I'm going up 보다 더 멋지게 I'm not going down 남들과 다르게 I'm going up 허리써 놓는 자리듬을 타겠어 여유롭게 넌 this weekend 밤새 구름 타고 surfing 아침이 올 때까지 party diving bee 저 높이 반짝이는 부스터 자꾸서 반짝이는 너에게 it's you 높이 올라가 우린 점점 higher Let's get dumb, 최선 I don't care Turn it up, 같이 we just play Ja, also Theo gefällt mir richtig gut, das muss ich sagen. Mir fehlt halt irgendwie, keine Ahnung, so dieses besondere Rausstechende, was die Gruppe eigentlich zu haben scheint. So, Sorry Mama zum Beispiel war halt mal ganz was anderes. Ich wollte noch was anderes sagen, habe ich jetzt. Ah ja, genau. Ich muss hier aber auch wieder so loben, wie die vom Koreanischen ins Englische gehen. Das finde ich nicht so ungut gelöst wie in vielen anderen Liedern. Von daher, das ist schon mal. Da hatten sie wenigstens schon mal ein Auge für. Also hier Partverteilung müssen wir aber natürlich kurz nochmal ansprechen, ne, weil Yuku haben wir einmal gehört, ich glaube Loon auch, Harry June glaube ich auch. Ja, also es ist ein sehr Theo, Echan, D1-lastiges Lied, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber die hatten ja schon den Unit-Song in Youth. Ne? Von daher, das hätte ich ein bisschen fairer gemacht. Ja, fand ich jetzt, wie gesagt, nicht schlecht, fand ich vielleicht auch besser als Youth, aber ich glaube sowieso nicht, dass in diesem Album etwas dabei sein wird, was mir besser gefällt als Sorry Mama. Weil das habe ich kompletterweise umgehauen, ich fand das so gut. Ja, war okay. War okay, aber keine Begeisterung würde jetzt seinen Weg in mein Spotify auch nicht finden. Okay, das nächste Lied heißt Elevator. Ich bin schockiert darüber, wie kurz die Lieder sind, weil das geht jetzt auch nur ein bisschen über 3 Minuten. Crazy. Egal. Wir werden sehen. Elevator. Ich hoffe, es ist gut.
so fly. 내 노래 중에 제일 위에 up in the sky. 내 미래 나는 더 위에 아마 안 보일 거야. 눈이 부실 거야. 태양에서 너무 가까워서 화상주의 뜨거워져. Hey hey 그분들이네 발밑 근두운 따고 그새 소신이 이것저것 그석그석 저 위에서 watching. 위공기 마셔 breathing 저 밑에 육상 breathing 거대하다고 느꼈던 것들이 그저 좀 Jetzt schon mal Partverteilung besser als in einem anderen Lied. Von daher gut, gut. Die Jungs klingen fantastisch. Ich finde den Beat eigentlich ganz gut. Melodie auch. Ja, bisher finde ich es ganz gut. Ich fand auch das, dieses Duo-Ding von Hee-chan und Harry Jun ganz nice. Ja. Ich weiß nicht, ob die Verteilung falsch ist, aber wenn sie richtig sein sollte, dann ist D1 jetzt auch noch ein Rapper. Die sind ja alle irgendwie Allrounder. Finde ich mega. Ich finde es unfassbar, wie krass talentiert diese Jungs sind und wie wenig Fanbase sie haben. Das geht so nicht. Leute, das geht so einfach nicht. Weil die sind einfach, die sind amazing. Machst nix. Und das hier gefällt mir auf jeden Fall von den dreien, die wir gehört haben, am besten. Den Refrain mag ich. Ich mag auch, wie die One Elevator sagt. Also das mag ich auch. Klar, mithalten mit meinen Favorite-Liedern von den Jungs kann es nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht die krassesten Erwartungen für ein Debüt. Ne? Also Sorry Mama war schon alles, was sie geben konnten. Ich weiß, das sage ich das ganze Video über. Das habe ich jetzt bestimmt schon zum 5. Mal gesagt. Aber das sind halt die Gefühle, die ich habe. Ja, also ich hätte mir natürlich gewünscht, dass mehr Begeisterung in mir drin ist. Aber naja. Achso, und ich hatte eben die Partverteilung gelobt. Wir haben bis jetzt Loon noch nicht einmal gehört. Unfairness. GK weiß ich gerade auch nicht, ob wir den schon gehört haben. Das geht so natürlich nicht. Yeah. Yeah. Up in the sky, 난 구름 위를 날아 feel like a bird on switch. 난 main dish, 난 paper 위에 쌓여 hold I got my phone. Track 위에 my voice, with my homie들과 some birds. Yeah. 내 음악은 소꿉놀이 난 알고 stage 위에 my killer boss figure. 번지게 빛 색깔로, 색깔로, 색깔로. Where? 다양하게 빛나 더, 빛나 더, 빛나 더. Hashtag native, hashtag all your, hashtag elevator, hashtag yellow. 내게 전부 다 뱉힌 Ja, freut mich, dass wir GK nochmal gehört haben. Ich glaube, Loon fehlt aber weiterhin. Suspicious Behavior. Ja, je länger das geht, desto mehr verliert es mir so ein bisschen, sadly. Also, ich hatte überlegt, mir das auf mein Spotify zu tun, aber jetzt bin ich dann doch dagegen. Also jetzt bin ich tatsächlich doch unsicher, ob wir Loon doch schon gehört haben und ich das einfach übersehen habe. Das kann ja nicht angehen, dass wir den gar nicht hören. Also das geht ja nicht. Jetzt bin ich unsicher, vielleicht haben wir ihn doch gehört. Keine Ahnung. Naja, wir sind jetzt erst bei einer Viertelstunde, Freunde. Ey, das Video wird kurz. Hossa. Okay, das letzte Lied ist wieder ein Unit-Song. Finde ich ja immer sehr spannend. Das Ganze heißt Samsung. Interesting. Wir haben die beiden Rapper und ich glaube, Hee-chan kann man auch als Rapper zählen. Ich bin so gespannt. Bitte seid gut.
bitte sehr gut. Ich glaube, deren ein Love-Album hatte doch auch Unit-Song von den Rappern, oder? War das nicht One-on-One? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber das war so das Einzige aus dem anderen Album, was mir nicht so gut gefallen hat. Ich hoffe, das hier ist jetzt besser. Let's go. Yeah. They see me, she day, call me, she must be sucked up bullshit. Be my homie and make the money, 뭐도 없이 넌 또 벌짓. Speed of boom, got your rapper들은 전부 내 앞에서 다 fade out. 내 존재 자체가 problems, 질투는 너에게 나빠. 총대 메고 복수의 시간, 피가 나도 상태는 넌 비장. Oh, yeah, 박자는 waving, 내 감성을 대입해, better than yesterday. Oh, 물결의 중심 멋대로 bullshit, 감성 classic, yeah. 맘만 편히 밟고, 돈 내가 벌게, 지금보다 100배로. Ich finde, GK macht das gut. Wir müssen hier auch nochmal ganz kurz die Visuals ansprechen, die halt wieder auf höchster Ebene geben. Aber, also, ich finde, er macht das gut, aber ich mag den Flow halt einfach nicht so gerne. Sorry, nee, sorry, ich weiß, es ist ein Lied über, guck, wie toll ich rappe, und dann zu sagen, ich mag den Flow nicht, tut mir leid. Aber ist nicht meins. Fire, speed that flow. Speed that fire, speed that flow. 내 불이 랩도 개불이 됐고 내 불이 된 랩 that speed that fire, speed that flow. Speed that fire, speed that flow. Come on. 내 꿈은 삼성 돈 벌어 막 써 박재범 같이 춤춰. 쟤들은 삼성 결과는 빵점 건들면 다쳐. Oh yeah. I wanna 삼성 대기업 CEO all day, pay day day. Oh. 내 꿈은 삼성 난 마치 삼성 건들면 다쳐. Oh yeah. 내 꿈은 삼성. Ich mag einfach, wie er Samsung sagt. Also. Ist Samsung nicht? Wo ist das Japanisch? Ist es Koreanisch? Keine Ahnung. Aber dann wäre die Art und Weise, das so auszusprechen, ja richtiger. Finde ich voll. Ich mag, wie sich das anhört. Okay, jetzt hören wir, wer ist jetzt angedingens? E-Chan. Okay, ich bin gespannt. Samsung 돈 벌어 막 써 박재범 같이 춤춰 쟤들은 삼성 결과는 빵점 건들면 다쳐 oh yeah I wanna 삼성 대기업 CEO all day pay day day oh 내 꿈은 삼성 나 마치 삼성 건들면 다쳐 oh yeah oh be my homies balling those who keep on riding I feel like wanna be like. Ich glaube, mein Problem ist immer, dass wenn ich sehe, okay, die Rapline macht einen Unit-Song, erwarte ich halt immer Crazy and Crazy oder Mad City, halt was Aggressiveres. Und es ist vollkommen fein, wenn die was Laidback machen wollen. Absoluterweise sollen sie machen, die machen das ja auch gut. Aber ich mag dann halt, wenn die Attention kompletterweise auf dem Rap liegt, dann bin ich schon auch gerne mal für was Aggressiveres zu haben. Und es ist dann immer enttäuschend, wenn ich das nicht kriege. Aber die Jungs machen das gut. It's not more, yeah, yeah. All I got fame. 말로만 하는 건 나도 no thanks. Don't 잡을 거야, chance. 그때 물어봐. Tell me what you came for. Yeah, yeah. Shout out ambition. 그게 도를 넘어 지금 addiction. 호기심이 만든 passion. 좁혀도 두 눈에 가득한 passion. 너가 뭐 보게 높아진 단 바라건이나 보상. 행복 비례해 일단 이 느낌을 이해해. 가끔은 어디든 떠나고 싶어. 와도 그때 혼자는 거리를 마냥 걷고 싶어. Okay, auf Heecham bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil ich nicht weiß, ob er tatsächlich zur Rapline gehört. Ich dachte, der ist ein Sänger, aber werden wir jetzt erfahren. Ich meine, wenn er hier dabei ist, dann wird er wohl dazugehören. Heecham, finde ich, hat das gut gemacht. Ich bleibe dabei. GK gefällt mir besser. Aber fand ich jetzt, der Unterschied war jetzt nicht so krass stark. Ja, auf Heecham bin ich hart gespannt. Doch, also den Refrain mag ich, es tut mir leid. Die Strophen geben mir halt nicht so das, was ich mir hätte gewünscht. Deutsches Schwer. Aber den Refrain mag ich, der ist nice. Okay, ich finde, Heechan hört sich gut an, aber ich finde, alleine durch den Part oder die Parts, die er in dem Lied kriegt, ist schon gesagt worden, dass er nicht Teil der richtigen Rap-Line ist.
Weil warum kriegen Ichan und GK beide eine Strophe und Hichan nicht? Also von daher, für mich zählt er jetzt nicht so krass da rein. Umbro Max so Bachjeon gachi chumchyo. Jaedeureun Samsung geolgwaneun bangjeom geondeumyeon nacho. Yeah. I want a Samsung geogyo bio way day 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 day. Oh. Nae gumeun Samsung namachi Samsung geondeumyeon nacho. Yeah. Nae gumeun Samsung umbro Max so Bachjeon gachi chumchyo. Jaedeureun Samsung geolgwaneun bangjeom geondeumyeon nacho. Yeah. I want a Samsung geogyo bio way day 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 day. Oh. Nae gumeun Samsung namachi Samsung geondeumyeon nacho. Yeah. Ja, also ich werde nicht lügen, ne? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber ich bin enttäuscht, weil es nicht genau das war, was ich wollte. An der Qualität muss man ja nicht rumheulen, ne? Naja, ich pack den Screen weg, wir reden. So, Friends, ich habe ja schon gesagt, dass ich ein bisschen enttäuscht bin. Ich bin hier halt mit wahrscheinlich zu großen Erwartungen, Mann, meine Haare, zu großen Erwartungen rangegangen. Ich habe ja mir gedacht, okay, wir gucken uns Dakobi an, die haben mich bisher noch gar nicht enttäuscht. Das Debüt fand ich super, komm, das wird was. Und ich fand jetzt, für ein Debütalbum war das nicht schlecht, aber ich weiß, die können mehr. Die können absoluterweise mehr und dementsprechend freue ich mich auf deren restlichen Album, die wir uns noch angucken. Ich glaube, das sind auch noch 3, 4, wenn nicht mehr. Von daher, da freue ich mich sehr drauf. Ja, alles in allem war das ein okayes Album, aber nichts davon packt mich so hardcore wie der Titeltrack. Da machst du gar nichts. Ja, meine Aufteilung ist halt auch irgendwie schwer. Also keins davon wird es wohl auf mein Spotify schaffen. Ich glaube, am ehesten fand ich wohl noch, ja, tatsächlich Samsung. Am besten, dann Elevator, dann Go Up und dann Youth. Aber wie gesagt, so richtige Begeisterung habe ich jetzt nicht gespürt. Aber das ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich gebe meine Hoffnung nicht auf und alles wird besser werden. Ich habe das in mir. Das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne alles, was ihr mir sagen möchtet, in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Bye!